Wie können wir in Situationen, die schwierig und knifflig sind, entscheiden, was gut ist, was wir tun sollten? Häufig befinden wir uns ja in einer Lage, in der es viele unterschiedliche Stimmen und widersprüchliche Positionen gibt. Und sie beanspruchen, alle Recht zu haben. Wie finden wir unseren Weg? Das Problem ist alles andere als einfach zu lösen und scheitert häufig daran, dass viele Menschen glauben, man müsse erstmal die richtige Weltanschauung haben, um dann alles zu überdenken und dann irgendwann zu entscheiden. In den meisten Fällen ist es dann aber zu spät. Und Weltanschauungen können sich auch ändern. Gibt es einen anderen Weg, der unmittelbar anwendbar ist? Der Philosoph Markus Gabriel und ich haben von diesem Problem ausgehend zusammen eine Philosophie der radikalen Mitte entwickelt. Wir haben selber gute Erfahrungen damit gemacht und finden, dass es nicht nur eine gute Theorie ist, sondern auch eine gute Alltagspraxis. Aber ihr solltet das selbst entscheiden und prüfen. Und aus diesem Grund will ich euch jetzt auch eine kurze Einführung geben. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass die philosophische Reflexion euch dabei helfen kann, moralische Probleme, Lebensprobleme besser zu verstehen und zu lösen. Es geht jetzt im Video um Ethik, um moralische Tatsachen, darum, wie wir am besten entscheiden und handeln können und um den Begriff der leeren Mitte. Gleich vorweg, es gibt keine Patentlösung für alle Probleme, das wäre absurd. Darum geht es auch nicht. Im Gegenteil, eine solche Patentlösung, ein Ethikrezept, spiegelt in unseren Augen eine Haltung wider, die wir für falsch halten. Wenn ihr meinen Videodialog schon gesehen habt, indem ich mich über das Problem der Bewaffnung im Krieg mit mir selber unterhalte, dann kennt ihr bereits ein paar Zusammenhänge. Knapp gesagt gibt es im Wesentlichen drei grobe Bewertungsurteile. Gut, böse, neutral. Natürlich liegt im nächsten Schritt schon das Offensichtliche auf der Hand. Unterschiedliche Menschen bewerten ein und dieselbe Handlung oder ein und dieselbe Entscheidung unterschiedlich. Der eine klebt das Label gut daran, ein anderer vielleicht böse. Etwa, wenn ihr an Homosexualität in verschiedenen Ländern denkt. Beide Seiten, auch die, die Homosexualität für ein großes Übel halten, versuchen, Argumente zu finden und ihre Einstellung auf diese Weise zu legitimieren. Das ist deshalb so, weil es gerade bei strittigen Themen unterschiedliche Perspektiven gibt. Aber was in einem ersten Schritt legitim scheint, kann in einem zweiten falsch sein. Klar ist nur, dass durch die unterschiedlichen Perspektive und Argumente Konflikte zunächst mal vorprogrammiert sind. In der Philosophie versucht man solche Konflikte nicht mit Waffen, Gewalt oder Macht, sondern mit Argumenten zu lösen. Und dabei stellt man fest, dass auch dieses Verfahren seine natürlichen Grenzen hat. Derzeit versagen zum Beispiel bei Putin alle vernünftigen Argumente. Zu den Argumenten gehört das Argumentieren, also Logik, aber auch Theorien, in die die Argumente eingebettet sind. Und offensichtlich gibt es neben den unterschiedlichen Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten natürlich auch sehr unterschiedliche Theorien, zum Beispiel der ethischen Bewertung. Und deshalb kann man utilitaristisch, also zweckgebunden an ein Problem, so herangehen, dass man fragt, welche Handlungsweise das beste Mittel ist, ein Ziel zu erreichen oder welche den größten Nutzen bewirkt. Man kann aber auch von einer sogenannten deontologischen Ethiktheorie ausgehen, die beispielsweise sagt, dass es immer und unter allen Umständen schlecht ist, zu töten. Folglich gibt es auch keine Situation, in der es gut wäre, einen Tyrannen zu töten. Es sind also nicht nur unsere unterschiedlichen Perspektiven, die unseren Blick auf die Wirklichkeit, zum Beispiel auch auf die moralische Wirklichkeit prägen. Es sind auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen wir uns befinden und die theoretischen Frames, die Rahmen, die wir benutzen, um uns in der Wirklichkeit zurechtzufinden. Viele ziehen jetzt aus dieser von mir skizzierten Tatsache den voreiligen Schluss, dass es also gar keine universale Ethik geben kann. Stattdessen gäbe es nur einen kruden Relativismus. Objektivität gibt's da nicht. Universale Menschenrechte sind daher Quatsch, weil sie sich nicht rechtfertigen lassen, weil wer auch immer und warum auch immer es einfach anders sieht. Also in China so, in Deutschland so, in Italien wieder ganz anders und so weiter. Als Europäer Lateinamerika eroberten, dachten sie lange, dass die Menschen dort keine Seele hätten und insofern auch keine Menschen seien. Für sie hätten also auch keine Menschenrechte gegolten. So wie der Kreml derzeit propagiert, dass Ukrainer Nazis sind, für die keine Menschenrechte gelten. Wir, also Markus Gabriel und ich, halten das für grundlegend falsch. Warum? Zunächst müssen wir uns darüber verständigen, was Objektivität meint.
Ich versuche es kurz, obwohl das ein eigenes Video erfordern würde. Objektivität ist zunächst die Eigenschaft einer Aussage. Etwas ist objektiv richtig, bedeutet, dass sich das, was ich sage, erstens von anderen überprüfen lässt und meine Aussage zweitens mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das wäre eine sehr allgemeine Definition, über die man im Detail noch streiten kann, die aber im Großen und Ganzen auch für die Wissenschaften akzeptabel ist. Geht man mal von dieser Definition von Objektivität aus, stellt sich die Frage, ob es objektive und damit auch universale moralische Aussagen geben kann. Unsere Antwort lautet, dass es genau so etwas gibt, nämlich wahre Aussagen über moralische Tatsachen. Solche wahren Aussagen gelten genauso wie in der Physik oder beim Rechnen in allen Kulturkreisen, unabhängig davon, wer wer ist. Wenn ich 2 plus 2 gleich 4 rechne, gibt es auch nicht verschiedene Perspektiven mit Blick auf die Frage, ob hier das richtige Ergebnis vorliegt und die Chinesen einfach irgendwie anders rechnen als die Europäer. Zugegeben, es ist nicht leicht, solche moralischen Tatsachen zu identifizieren. Man braucht dafür eine bestimmte Heuristik, das heißt Verfahren, um sie ausfindig zu machen und zu verstehen. Wenn ihr mehr über die Begründung wissen wollt, warum es solche moralischen Tatsachen gibt und was sie ausmacht, dann findet ihr das im Buch Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten von Markus Gabriel. Eine moralische Tatsache ist zum Beispiel, dass es für alle Menschen, gleich welcher Kulturkreise, Ethnien, Geschlechter und so weiter, richtig ist, ein Kind, das zu ertrinken droht, tatsächlich auch zu retten, wenn das eigene Leben nicht in Gefahr ist. Ihr wisst, dass Kleinkinder leider in einer Pfütze ertrinken können oder selbst größere in aufblasbaren Plastikbecken im Garten. Anders liegt der Fall, wenn man sein eigenes Leben aufs Spiel setzen würde, weil man zum Beispiel in den Rhein springen muss, wo immer wieder jedes Jahr Menschen sterben beim Versuch, andere aus der Strömung zu retten. Es gibt jedoch keine Kultur, in der es gut ist und propagiert wird, willentlich ein Kind, ein ertrinkendes Kind, sterben zu lassen, das man mit Leichtigkeit selber retten könnte. Das ist ein Beispiel für eine moralische Tatsache und dafür, dass es universale, objektiv moralische Werte gibt, die in jedem Kulturkreis gelten. Und trotz der moralischen Tatsachen können wir alle davon ausgehen, dass wir uns mit unseren moralischen Urteilen immer wieder in Aporien, also Widersprüche, begeben, die unter anderem mit unseren unterschiedlichen Perspektiven zu tun haben und mit dem Problem, genau zu bestimmen, was eine moralische Tatsache ist. Daraus folgt, dass es offenbar verschiedene Pole und damit eine Art Möglichkeitsraum der Beurteilung von Handlungen zwischen Gut und Böse gibt. Unser Problem wäre dann, die auftauchenden Widersprüche oder Antinomien zwischen uns zu lösen. Zum Thema der Antinomie findet ihr ungeheuer viel Literatur, klassische Stelle natürlich bei Kant, Kritik der reinen Vernunft. Es geht bei Antinomien um Sätze, die einander widersprechen, sodass sich die Vernunft selbst zu zerlegen scheint, weil sie beim kritischen Nachdenken in Probleme gerät, die sie selber nicht mehr lösen kann. Eine Antinomie ist also ein unlösbares, unentscheidbares Problem. Dummerweise zwingt uns aber die Wirklichkeit dazu, trotzdem zu handeln. Wie aber ist es möglich, gut zu handeln, wenn wir uns in Aporien befinden und Antinomien lösen müssen? Genau mit diesem Problem beginnt die Praxis der radikalen Mitte. Sie beruht auf der Erkenntnis, dass es allen guten ethischen Theorien zum Trotz keine einheitliche, objektive, auf alle einzelnen Fälle anwendbare Supertheorie gibt, mit der man wie mit einem Superalgorithmus alle ethischen Probleme mit einem Schlag lösen könnte. Auch die, die erst in Zukunft auftreten werden. Komplexe Probleme, zu denen auch ethische Probleme gehören, kann man nicht durch einen einfachen Algorithmus lösen. Denn jede Situation, jedes moralische Problem ist nicht nur in der Zeit einmalig, sondern auch in der jeweiligen Konstruktion, der Konstellation der Situation, in der ihr euch jeweils befindet und handeln müsst. Was das KI-System machen würde, nämlich mit Wahrscheinlichkeiten etwas vorauszusagen, hilft hier nicht weiter. Ich will ja nicht wissen, wie sich die meisten Menschen entscheiden, sondern ich will wissen, ob meine Entscheidung oder die anderer Menschen auch tatsächlich gut ist. Es kann also sein, dass alle sich anders entscheiden würden, aber alle anderen unmoralisch handeln. Das Stichwort hier lautet Moral Machine. Moral Machine, so heißt ein Projekt am MIT. Ihr findet den Link
unten zum selber testen und ich kann es euch nur empfehlen, probiert es mal, ist interessant. Moral Machine beruht auf der Auswertung von Antworten von Millionen von Nutzern aus 233 Ländern. Die Basis von Moral Machine sind die faktischen Antworten, die all diese User, also ihr, wenn ihr es testet, auf verschiedene ethische Fragen gebt, denn ihr werdet aufgefordert, zu wählen und eure moralischen Entscheidungen in den Fragebogen einzugeben. Inzwischen gibt es weit über 400 Millionen Datensätze weltweit. Und aus diesen Daten ermitteln dann die Wissenschaftlerinnen bestimmte einheitliche globale Präferenzen oder Präferenzen von Ländern. Etwa, ob die Schonung von Menschen gegenüber Tieren gut ist, wie sich ein selbstfahrendes Auto am besten verhalten sollte und vieles mehr. Die Moral Machine-Leute schlagen daher vor, diese Faktoren als Bausteine für politische oder auch moralische Entscheidungsträger bei der Schaffung von Gesetzen zu berücksichtigen oder in der Industrie, um an die Mehrheit angepasste Regeln, etwa für selbstfahrende Autos, in die Wagen einzubauen. Die Autorinnen der Studie betonen, dass die Ergebnisse keineswegs eine Vorlage für algorithmische Entscheidungsfindung sind. Okay, aber einwenden muss man darüber hinaus vor allem, dass Moral Machine lediglich die Frage beantwortet, wie Menschen, die gefragt wurden, was gut ist, in einem Fragebogen geantwortet haben. Die Daten beantworten also weder die Frage, was eine moralische Tatsache ist, noch ob eine Handlung tatsächlich auch gut ist. Es wäre so, als würde man aus den Antworten eines Fragebogens, in denen Menschen zum Beispiel gebeten werden, Antworten auf komplexe mathematische Beweise zu geben, dann darauf schließen würde, ob ein Beweis tatsächlich wahr ist oder eine Rechnung richtig ist. Über Wahrheit lässt sich nicht abstimmen, auch nicht demokratisch. Und dasselbe gilt auch für Moral. Es hat gedauert, bis sich die Menschenrechte durchgesetzt haben, aber in ihnen drückt sich eine moralische Tatsache aus oder moralische Tatsachen. Abstimmen kann man, wenn überhaupt, nur darüber, was Menschen wahrscheinlich für wahr oder moralisch geboten halten, nicht aber über die Wahrheit selbst. Wenn etwas objektiv der Fall ist, dann ist es ja gerade der Fall, selbst wenn ich es anders sehe. Selbst wenn Menschen glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, sorry, fühlt sich zwar oft so an mit der Scheibe, ja, richtig, aber am Ende war ja gerade wieder jemand im All und ist zurückgekommen, ist sie eben leider keine Scheibe. Der Ausdruck der Praxis der radikalen Mitte ist die Einsicht, dass wir uns immer schon mitten in der Wirklichkeit befinden. Es gibt also keine Möglichkeit zu tun, als könnten wir plötzlich zu Außerirdischen oder zu Gott mutieren und einen Standpunkt jenseits von Gut und Böse einnehmen. Es gibt nur ein Diesseits, kein Jenseits von Gut und Böse. Alles, was es gibt, ist ein Zwischen Gut und Böse. Um klar zu sehen, ist es daher notwendig, sich zunächst möglichst frei zu machen von allen Zwängen und Einflüssen und einen Zwischenraum zu betreten, ein Reich des noch nicht Wissens. Dies gelingt, indem die Mitte zwischen den Polen zunächst gelehrt wird. Man begibt sich in gewisser Weise in ein Niemandsland, man kennt sich noch nicht aus, indem man den Kräften, die dort herrschen, ausgesetzt ist. Man wird selber Zeuge dieser Kräfte, die auf einen wirken, und gewinnt auf diese Weise eine authentische Einschätzung der Situation. In Argumenten legt man dann Zeugnis von dieser nicht unheiklen und prekären Erfahrung ab. Prekär deshalb, weil alle an einem zerren. Die Idee hat Entsprechungen sowohl in der daoistischen Philosophie wie auch in der Politik. Zur Politik nur zwei Beispiele aus sehr unterschiedlichen Traditionen. Zum einen verweist der Sinologe Hellwig Schmidt-Glinzer in seinem Buch Chinas leere Mitte darauf, dass in China die Vorstellung eines Zwischenraums und damit einer Leerstelle zwischen oder inmitten einer Pluralität von Kräften und Polen eine ganz besondere Bedeutung spielt. Die leere Mitte, schreibt er, sei Jahrhunderte als ein Bezugsort von Denken und Handeln definiert, weil es immer wieder darum gehe, die Selbstwidersprüche, Aporien, in Denken und Handeln einerseits offenzulegen und zu zeigen, sie andererseits aber auch auszuhalten.
Im Grunde habe jedes Gemeinwesen eine solche Leerstelle, die sich in China lange am Platz des himmlischen Friedens befand. Einen ganz ähnlichen Gedanken findet man bei dem französischen Philosophen und Demokratietheoretiker Claude Lefort. Auch er weist auf den lieu vide, den leeren Ort der Politik hin. Mit der Bewegung der Aufklärung sei Macht in ihre legislativen, exekutiven und judikativen Pole aufgeteilt worden. Und dazwischen gibt es ein Feld, in dem sie sich treffen. Nämlich das Feld, das einst der König verkörperte. Wörtlich schreibt Lefort, Zitat, die Legitimität der Macht ist heute nicht mehr an den König gebunden, sondern indirekt an das Volk, an seinen allgemeinen Willen. Und die Gesellschaft ist nicht mehr in Ordnungen hierarchisiert, die religiöse Ordnung, die aristokratische Ordnung, der dritte Stand, sondern in Klassen, die der Bourgeoisie und die des Proletariats zum Beispiel. Diese neue Konfiguration der Politik lässt einen leeren, unverfügbaren Ort entstehen, den leeren Ort der Macht. Genau das ist das revolutionäre und beispiellose Merkmal der Demokratie. Der Ort der Macht wurde zu einem leeren Ort, unbesetzbar, sodass kein Individuum oder keine Gruppe mit ihm identisch sein kann und somit nicht fassbar. Das Wichtigste ist, dass es den Regierenden verbietet, sich die Macht anzueignen, sie sich einzuverleiben. Die Ausübung der Macht unterliegt dem Verfahren der regelmäßigen Neuausspielung. Zitat Ende. Dieser leere Ort also wird nun mit Hilfe von Argumenten und Wahlen gefüllt. Das Symbol dafür in Deutschland ist die transparente und daher leere Kuppel des Reichstags. Der Politikwissenschaftler Philipp Mano bemerkt in seinem Buch über Demokratie, auch Zitat, Macht haben diejenigen, die über die Worte verfügen, mit denen sich dieser leere Ort erfolgreich besetzen lässt. Man muss sich vergegenwärtigen, wie atemberaubend radikal und ganz unwahrscheinlich und fragil eine solche Lösung für das Problem politischer Macht ist. Was jetzt den eben angesprochenen Punkt der daoistischen bzw. buddhistischen Philosophie angeht, auch das wäre ein eigenes Video. Ich will nur kurz darauf verweisen, auf einen in Asien so wichtigen Philosophen, zum Beispiel wie Nagarjuna. Er entwickelte eine Philosophie und Lehre der Mitte. Oder auch auf verschiedene Chan, also Zen-Meister der Song-Dynastie, in der von der Kultivierung des leeren Feldes gesprochen wurde. Der Grund dafür ist, dass Meditation insofern ja eine Praxis der Entleerung ist, des sich in Nichtwissen hineinbegeben, weil es darum geht, einerseits zwar die Wirklichkeit, in der man sich befindet, ganz genau und sehr bewusst wahrzunehmen, Stichwort Achtsamkeit, sich andererseits aber frei zu machen von Gedanken, Gefühlen und Bewertungen. Wir heften ja an alles ständig unsere Bewertungen wie Zettel dran und sagen gut, schlecht, neutral, gut, schlecht und so weiter. Befreit man sich davon, und das ist mit Leere gemeint, bereitet man das Feld für eine andere Form der Wahrnehmung, in der die Verbundenheit aller Dinge sichtbar wird, auch der gegensätzlichen Positionen, die im Chinesischen durch Yin und Yang und deren Einheit symbolisiert werden. In Yin spiegelt sich Yang und in Yang spiegelt sich Yin. In der Politik wie im Leben sind wir selbst, aber auch viele unserer Entscheidungen und Handlungen sehr fragil. Vieles ist auch unplanbar. Aber darum geht es ja gerade. Gerade weil alles in Bewegung ist und wir leben im Moment in einer Zeit, in der wirklich alles in Bewegung ist, sollte man sich ganz bewusst zwischen die Stühle setzen. Das erfordert Mut, denn man begibt sich in eine prekäre Lage. Die sagen, ich bin falsch hier. Die sagen auch, ich bin falsch hier. Alle zerren an mir. Doch nur so ist man wirklich mittendrin zwischen Gut und Böse. Mittendrin sein bedeutet, sich einer komplexen Wirklichkeit auszusetzen, die in vielerlei Hinsicht tatsächlich widersprüchlich ist. Wäre sie es nicht, bräuchten wir keinen Gedanken daran zu verschwenden und keine Ethik, denn dann wäre alles aus sich heraus völlig klar und evident. Doch genau das ist ja nicht der Fall, wegen der Aporien. Wir müssen entscheiden. Und wie der Kybernetiker und Philosoph Heinz von Förster formulierte, wir können nur die Fragen entscheiden, die prinzipiell unentscheidbar sind. Der Erfahrung der leeren Mitte entspricht der Wille, zunächst ein klares
Bewusstsein zu entwickeln, ein möglichst klares Bewusstsein zu entwickeln und statt ständig hin und her gezerrt und gerissen zu werden, sich selbst zu ermächtigen, einen Schnitt zu machen, zu unterbrechen und die Freiheit wieder zu gewinnen, selbst ein Urteil zu fällen, die Entscheidung also in die eigene Hand zu nehmen und entsprechend zu handeln. Das ist zum Beispiel das, was Kant oder auch Hannah Arendt wollten. Und wie machen wir das? Na ganz einfach, indem wir uns wirklich ganz bewusst zwischen die Stühle setzen. Jeder von uns wird angefeindet, wenn er das macht. In der Mitte ist das Geschrei am größten, von rechts, von links, von oben, von unten, von allen Seiten. Aber wir halten diese Mitte frei. Wir wissen noch nicht, wie wir entscheiden. Man wird uns vorwerfen, das sei unverantwortlich und falsch. Es sei doch alles klar. Alle Positionen sind klar. Aber klar ist es nur eben, wenn man sich bereits für eine der Parteien oder Positionen entschieden hat und an einem der Pole Platz genommen hat. Was es auszuhalten gilt, ist zunächst die Leere, das Nichtwissen. Und genau darin besteht die Radikalität dieses Ansatzes. Man muss diese Leere, das Getöse zwischen Gut und Böse, aushalten und die Leere aktiv herstellen gegen Widerstände. Das ist die Radikalität. Es geht also nicht darum, ein Mittelmaß zu finden, also sozusagen GroKo zu spielen. Die radikale Mitte ist weder die gaußsche Normalverteilung noch das Mittelmaß oder irgendwie ein Durchschnittswert. Radikal ist die Mitte, weil sie sich erstmal frei macht. Und dann entscheidet. Es geht in der Praxis der radikalen Mitte darum, sich selbst in die Mitte zwischen die Pole und Widersprüche zu begeben, um besser zu verstehen, welche Kräfte, welche Argumente, welche Perspektiven dieses Feld bestimmen wollen. Und erst dann gilt es zu entscheiden und zu handeln. Es ist durchaus möglich, dass die Entscheidung für das, was man jetzt in dieser Situation tun sollte, keineswegs in der Mitte liegt. Es ist möglich, dass die gute Handlung sich der Entscheidung für eine der Perspektiven, Argumente oder Parteien zuordnet. Und genauso kann es sein, dass man eine Woche später, wenn man erneut entscheiden muss, in so einer Situation und die leere Mitte das Spannungsfeld betritt, dann anders entscheidet, weil das Feld zwischen Gut und Böse inzwischen anders bestellt ist. Aber es gibt moralische Tatsachen. Wir haben dennoch keine Regel, die für alle Situationen gilt und in allen Situationen regeln könnte, was wir zu tun haben. Das kann weder der Kantsche Imperativ noch sonst irgendeine Ethiktheorie, so gut sie sein mag. Wir müssen entscheiden, auch wenn uns Informationen zum Beispiel fehlen und es deshalb sehr schwer fällt, rationale Entscheidungen zu treffen. Aber nur so in der leeren Mitte kann es gelingen, überhaupt zu einer guten Entscheidung zu kommen. Der Blick geht auf die Wirkung, die diese Entscheidung und das daraus sich ergebende Handeln entfalten. Und deshalb kann es nötig sein, schon bald einen anderen Weg einzuschlagen und wieder anders zu handeln, weil man sich korrigieren muss. Mit der Philosophie der radikalen Mitte raten wir, die Mitte zunächst leer zu lassen und den Zwischenraum zwischen den Polen zu betreten. Das bedeutet, so viel wie offen zu sein, zuzuhören, genau hinzuschauen. Das Verfahren ähnelt damit ein bisschen dem, was auch der australische Philosoph Tyson Juncker Porter empfohlen hat. Und das Video zu seinem Sand Talk findet ihr hier. Diese Mitte zu betreten tut weh, ist aber unvermeidlich. Und gerade in Situationen, die komplex und widersprüchlich sind, versagen alle regelorientierten Verfahren, die man sonst so kennt. Denn die Wirklichkeit handelt nicht nach diesen Regeln. Was eine gute Wirkung entfaltet, muss nicht das sein, was man auf den ersten und noch nicht mal auf den zweiten oder dritten Blick für gut gehalten hätte. Probiert es aus. Es ist im Grunde sehr einfach und radikal. Habt Mut, schaut genau hin, werdet Zeuge dessen, was geschieht und nehmt euch die Freiheit, selbst zu entscheiden, denn das ist das Herzstück ethischen Handelns. Viel Erfolg damit.